Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über das Trident-Headset geschrieben, welches er mit 3,9 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Trident-Headset mit 7.1 Soundqualität. Trident wurde 2000 gegründet und hat sich auf Audiogeräte spezialisiert, die extra für das Gaming angefertigt werden. Dabei werden alle Spielplattformen berücksichtigt, vom Computer bis hin zur Xbox. Seit 2010 gehört Trident zum amerikanischen Unternehmen Mad Catz Interactive. Das Sortiment. Trident stellt ausschließlich Headsets und Kopfhörer her. Angeboten werden Kopfhörer für die PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 und Computer. Es gibt auch universelle, mobile Headsets. Die Produktpalette reicht von kabellosen Headsets über zu traditionellen Kopfhörern mit Kabel oder auch einer Kreuzung der zwei. Manche haben ein fest installiertes Mikrofon, andere wiederum ein abnehmbares oder gar keins. Die Preise variieren von 20 Euro für ein simples Headset bis hin zu 700 Euro für die luxuriöse Variante. Das Trident Katana 7.1 HD Wireless Headset. Natürlich habe ich nicht alle, sondern nur eines testen können, welches ich euch genauer vorstellen möchte. Es handelt sich dabei um das Katana 7.1 HD Wireless Headset, welches bei Amazon für ca. 200 Euro erhältlich ist. Es kommt in zwei Farben, schwarz und weiß, jeweils mit dem Trident-typischen farblichen Absetzungen in Orange. Die technischen Details. Hier einmal kurz umrissen die Produktdetails. Die Wi-Fi-Range beträgt 10 Meter, die Akkuleistung reicht für 15 bis 20 Stunden Betriebsdauer. Beim Akku handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku, was einen Memory-Effekt beinahe vollständig ausschließt und eine lange Langlebigkeit der Batterie gewährleistet. Der Übertragungsbereich des Headsets liegt zwischen 20 Hz bis 20 kHz, der für das Mikrofon zwischen 20 Hz bis 5 kHz. Es handelt sich um einen 2.0 HDMI-Anschluss. Die Besonderheiten. Dieses Headset wurde für das Gaming designt und entwickelt. Die DTS-Kopfhörer X-Technology sorgt für das einzigartige Hörerlebnis während des Spielens. Beschrieben wird es in etwa so. Stell dir einen Raum, gefüllt mit Lautsprechern vor. Aus jeder vorstellbaren Richtung ertönt ein voller Klang. Es ist nicht nur beim Spielen ein nützliches Feature, sondern auch beim Musikhören und Filmeschauen. Die Musik erscheint satter und so, als sei man in einer Konzerthalle. Besonders bei klassischer Musik empfehlenswert und bei Kampfszenen im Film steht man plötzlich selbst auf dem Schlachtfeld. So hört es sich zumindest an. Der HDMI-Anschluss sorgt dafür, dass alle Plattformen erreichbar sind und die Klangqualität nicht leiden muss. Das gewünschte Gerät wird über HDMI mit der Basisstation verbunden und dann kann man die kabellose Verbindung mittels Wi-Fi mit dem Headset aufbauen. Der Mikrofonbügel wird als omnidirektional beschrieben und ist abnehmbar. Das heißt, man kann ihn jederzeit abmontieren und nur dann nutzen, wenn man ihn wirklich braucht. Am Headset ist eine Stummschalttaste angebracht, mit der man das Mikrofon temporär ausschalten kann. Das Mikrofon überträgt ausschließlich die Stimme, Hintergrundgeräusche und Echos, werden direkt herausgefiltert und nicht aufgenommen. Das Katana verfügt über einen intelligenten Standby-Modus, um Strom zu sparen. Falls man keinen Wert auf die kabellose Verbindung legt, kann man auch das Kabel anschließen und gleichzeitig laden und das Headset benutzen, sodass der Akku keine Rolle mehr spielt. Zur einfachen Bedienbarkeit wurden einige Tasten eingebaut. Neben der Mute-Funktion des Mikrofons kann man dies auch leiser und lauter stellen. Auch die Lautstärke lässt sich dort regeln oder komplett ausschalten. Über einen weiteren Button kann man die Surround-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Bei den Equalizer-Einstellungen kann man zwischen Gaming, Musik und Chat auswählen. Des Weiteren gibt es das Select-Able Voice Monitoring, kurz SVM, bei der man sich selbst durch das Headset sprechen hören kann, solange es aktiviert ist. Dies kann in einigen Situationen hilfreich sein und ist ein nettes Feature. Im Lieferumfang sind neben dem Headset noch die Basisstation mit USB am Micro-USB-Stromkabel 1 Meter Länge, der abnehmbare Mikrofonbügel, ein Kabel zum Aufladen, Spielen, USB zum Headset 1,5 Meter Länge und ein 3,5 mm zu 3,5 mm Chat-Kabel für die Xbox 1 Meter enthalten. Es wird kein HDMI-Kabel mitgeliefert. Meine Erfahrung mit dem Trident Katana. Die Verarbeitung. Ich habe das Katana in Schwarz bestellt. Das Design finde ich persönlich ansprechend, es ist elegant und durch die farblichen Details in Orange wirkt es dennoch frisch und außergewöhnlich. Die Station ist da schon mehr schlicht gehalten und bindet sich toll bei mir auf dem Schreibtisch mit dem restlichen Equipment ein. Das Headset fühlt sich stabil an und hochwertig. Der Bezug der Ohrmuscheln ist weich und sieht auch nach der durchgehenden Nutzung von ca. 3 Monaten noch wie neu aus. Das Verbinden. Aufbau an der Basisstation, Verbindung herstellen, Treiber installieren, fertig. Ich benutze das Headset hauptsächlich mit meinem Computer und hatte keine Probleme. Ich war innerhalb weniger Minuten fertig und konnte loslegen. Der Sound. Ich bin mit dem Sound, mit der Klangqualität zufrieden. Wenn ich Musik höre, werden die Bässe satt wiedergegeben und klingen einfach voll und raumergreifend. Die hohen Töne klingen weder schrill noch unklar.
Es ist ein reines Hörerlebnis mit hochwertigen Sounds. Ich muss zugeben, dass ich dort nicht der größte Technikfreak bin, habe allerdings dennoch den Vergleich mit einem Sennheiser-Headset, welches ich zuvor benutzt habe und finde, dass es durchaus mithalten kann. Der wichtigste Punkt allerdings war für mich das Soundverhalten während des Spielens, da ich es dafür auch hauptsächlich angeschafft habe. Tatsächlich konnte ich hier keinen Unterschied bemerken. Beim Spielen von Ego-Shootern hört man die Feinde aus allen Richtungen. Es ist nicht mehr nur so, dass man die Schritte hört und ungefähr einordnen kann, wo diese sich befinden. Man kann die Bewegung genau lokalisieren und dementsprechend reagieren. Das ist nicht nur viel realer, sondern auch ein enormer Vorteil beim Zocken. Sonstiges. Ein weiteres Kriterium für die positive Kaufentscheidung war für mich die kabellose Nutzung. Bei vorherigen Headsets hatte ich immer das Problem, dass irgendwann das Kabel aufgegeben hat und zum Beispiel das Mikrofon nicht mehr funktionierte. Es war fast immer das Mikrofon. Das lag vermutlich daran, dass ich ab und zu mit meinem Stuhl über das Kabel gefahren bin und es generell immer im Weg war. Ich hatte erst ein wenig Bedenken, dass durch das fehlende Kabel auch Qualität verloren geht. Dies blieb glücklicherweise unbestätigt. Die Akkuleistung finde ich absolut ausreichend und ich kann mein Katana meistens zwischen 3 und 4 Tage ohne aufzuladen nutzen. Dies hängt natürlich davon ab, wie intensiv und wie lange man das Headset nutzt und ist daher sehr individuell. Falls ich mal in Bedrängnis in Sachen Akku gerate, schließe ich eben doch das Kabel an und lade es während der Nutzung. Der abnehmbare Mikrofonbügel hat sich bei mir als sehr praktisch erwiesen. Da ich nicht immer über Teamspeak mit meinen Kollegen verbunden bin, kann ich diesen an diese Seite legen und einfach nur die Sounds genießen. Dadurch wird das Mikrofon nicht so stark abgenutzt, wie ich finde. Mein Fazit: Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich bin mit dem Sound zufrieden und konnte das Gaming noch auf ein höheres Level heben, was den Sound betrifft. Die Handhabung ist einfach und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall in Ordnung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.